Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play War Thunder mit Implied. Und heute geht es um die IS-3. Da hat der eine oder andere Probleme, der sie fährt und ja, sagt, ich werde damit ständig abgeschossen. Und andere, so ab 6.3 aufwärts, haben natürlich ständig Probleme damit, dass sie auf eine IS-3 treffen und sie nicht kaputt kriegen. Beide haben im Grunde genommen recht, denn die IS-3 ist zum einen sehr, sehr stark, wenn man sie richtig spielt, und zum anderen sehr, sehr verletzlich, wenn man sie falsch spielt. Um euch zu erklären, wie ich das meine, zeige ich euch jetzt zum ersten Mal erstmal die... Mein Gott, was war das für ein Satz? Ich zeige euch als erstes die Röntgenansicht. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. Das erklärt nämlich gleichzeitig jetzt gleich auch die Nachladezeiten der IS-3, die ja verdammt hoch sind. Die IS-3 schießt mit zweiteiliger Munition. Einmal oben quasi als erstes im Turm drinne. Die Granatenköpfe, das kann Sprengmunition sein, APCE-Munition, und unten die Treibsätze. Das heißt, der Ladeschütz muss immer als erstes das obere Teil der Munition in den Geschützverschluss packen und dann nochmal nach unten greifen, einen Treibsatz nehmen und den auch reinpacken. Das erklärt die lange Nachladezeit, die die IS-3 hat, weil sie zweiteilige Munition verschießt. Und es zeigt uns noch etwas ganz Interessantes, nämlich hier unten, links und rechts neben dem Fahrer, hat sie Treibsätze gelagert. Und auch hier unten in dem Bereich, wenn wir sie jetzt von der Seite treffen würden, schießen wir überall auf Treibsätze. Da reicht wirklich ein Schuss hier unten in den Bereich. Und die IS-3 fliegt sehr, sehr häufig direkt One-Shoot in die Luft. So, wo sind jetzt die Schwachstellen von der IS-3? Man soll eine IS-3 nicht anwinkeln, denn ich zeige es euch hier mal an dem Beispiel. Angenommen, der IS-3-Fahrer würde jetzt winkeln, dann seht ihr das. Hier vorne hat er ja so eine wunderschöne dreieckige Anordnung am Bug von Panzerplatten. Und in dem Moment, wo ich winkel, mache ich aus dieser angeschrägten Panzerplatte, die ich hier vorne links und rechts habe, auf einmal eine nicht mehr ganz so stark angewinkelte. Und ihr könnt das jetzt hier auch in dem Beispiel sehen. Angenommen, wir würden jetzt so auf Augenhöhe hier penetrieren aus diesem Winkel, müssten wir effektiv 172 mm durchschlagen. Das ist auf 6,7 wirklich nicht viel. Wenn wir das Ganze von vorne betrachten, dann ist an der gleichen Stelle 234 mm. Also ein enormer Unterschied, was die Panzerung angeht. Und deswegen eine IS-3 nicht winkeln. Idealerweise geht ein IS-3-Fahrer aber hin und versteckt seine untere Wanne. Das hat einen ganz einfachen Grund. Die russischen Ingenieure mussten damals Material sparen, vermute ich. Zumindest haben sie hier vorne diese wunderschöne, riesengroße Platte eingebaut. Und die besitzt nur eine Panzerungsstärke von 110 mm. Das heißt, wenn wir hier vorne mit einer Granate reinknallen, dann geht die auch ganz oft durch. Zumindest die 8.8 der Deutschen kann das ohne Probleme. Und ihr habt es ja gerade eben gesehen, da reicht es, wenn hier der Schuss reingeht und dahinter explodiert die Munition. Sprich One-Shoot. Wer also eine IS-3 fährt, sollte möglichst versuchen, den unteren Teil seiner Wanne in irgendeiner Art und Weise zu verstecken. Da reicht ja schon eine kleine Bodenwelle und man kann da nicht mehr reinschießen. Noch gefährlicher ist die ganze Sache natürlich, wenn die IS-3 dummerweise erhöht steht und der Gegner weiter unten, dann hat die IS-3 gleich zwei Probleme, nämlich zum einen, sie kann ihr Rohr nicht so weit runterrichten und zum anderen kann derjenige von unten in die Platte reinschießen und dann ist da fast gar keine Panzerung mehr vorhanden, die in irgendeiner Art und Weise Widerstand leisten könnte. Das heißt also, wenn ihr frontal auf eine IS-3 trefft, geht der erste Schuss hier unten hin. Und wenn ihr einigermaßen gut im Schießen seid, dann habt ihr noch eine zweite Möglichkeit. Hier vorne ist der Ring zwischen Turm und Wanne. Der wird hier leider Gottes in der Armor-Ansicht nur sehr, sehr schlecht angezeigt. Aber er ist da und ich zeige euch das gleich auch in einem Beispielvideo. Da hat die IS-3 nur 80 mm. Und wenn man genau zwischen Turm und Wanne schießt, das ist jetzt die Deckenpanzerung, das ist Quatsch. Wenn man genau zwischen Turm und Wanne schießt, dann geht das Geschoss da auch ganz gerne durch. Ne, ich kriege es jetzt hier tatsächlich in der Armor-Ansicht nicht rein, aber er ist da, da könnt ihr euch drauf verlassen. Generell gilt natürlich, von der Seite oder von hinten ist sie sowieso um einiges einfacher zu knacken. Es gibt aber noch eine zweite Sache, die im Moment sehr, sehr oft angewendet wird. Es gibt einige Panzerfahrer, die sich darauf spezialisiert haben, einen Schuss hier hinzusemmeln, unterhalb des Geschützrohres, hierhin,
Und da haben wir ganz oft die Situation, dass das Geschoss abprallt und hier oben durch diese kleine dreieckige Platte mit 30 mm geht. Und dann platzt IS-3 auch. Ob dieses Granatenpingpong irgendwas mit realistisch zu tun hat, lassen wir einfach mal dahingestellt. Fakt ist, es funktioniert und es funktioniert im Moment bei ganz, ganz vielen, die das machen. Und bei größeren Kalibern reicht sogar eine Sprenggranate, die wir hier vorne reinknallen. Dann reicht es auch, dass die Splitter hier oben durch die 30 mm durchgehen und unten drin die beiden Munitionsstapel links und rechts entzünden. Also frontal ist sie schon zu knacken. Für uns als IS-3-Fahrer selbst, habe ich es eben schon erklärt, bedeutet das im Grunde genommen ganz wichtig, hierauf achten, dass wir das nicht unserem Feind zeigen, nicht anwinkeln und ansonsten hilft nur noch beten. Denn wenn hier vorne ein Geschoss reingeht und Ping-Pong macht, da kann man so viel machen, wie man will. Wir können uns ja nicht verstecken, dass wir hier, keine Ahnung, bis hier vorne irgendwo in einem Loch drin stehen, sodass wirklich nur noch der Rüssel rausguckt. Das funktioniert nicht. Ich zeige euch jetzt, bevor wir zu dem eigentlichen Matches kommen, ganz kurz zwei Videoausschnitte, in denen ihr das sehen könnt, was ich gerade gesagt habe. Als erstes zeige ich euch, wie ein Tiger 2 mich im realistischen Modus auf eine ziemlich große Distanz genau hier trifft, da wo der Ring ist, und dadurch meine IS-3 ausschaltet. Ob der Fahrer da jetzt in dem Moment einen Glückstreffer gelandet hat aufgrund der großen Distanz, ist eigentlich irrelevant. Es zeigt nur, dass es funktioniert. Er hätte natürlich auch näher dran stehen können und hätte dann sicherlich um einiges besser hier vorne noch reinschießen können. Und das zweite Schnipselchen, was ich hinten dran hänge, zeigt euch dann einmal diesen Kunstschuss von einem Jagdtiger, der mich hier unten unter dem Kanonenrohr trifft und das Geschoss dann hier vorne durch die Dreiecksplatte durchgeht und dadurch mein Panzer in die Luft fliegt. Und weil ich danach nicht noch großartig weiter reden möchte, gehen wir dann auch direkt in das erste Match. Das ist ein RB-Match, relativ kurz gehalten. Da könnt ihr sehen, dass ich mit meiner IS-3, weil ich sie selbst noch nicht so oft gefahren bin, ein bisschen zaghaft mit nach vorne gefahren bin. Wir haben das Match gewonnen, ich wurde nicht abgeschossen. Und wir gehen dann quasi übergangslos in ein zweites Match, das ich auch noch aufgezeichnet habe, weil ich die IS-3 eigentlich ja noch ein bisschen schöner Let's Playen wollte, aber da ist dann ein Gefecht zustande gekommen, wo die IS-3 nur ganz am Anfang eine entscheidende Rolle gespielt hat. Das Match selbst war aber so spannend, dass ich euch dieses Match einfach nicht vorenthalten möchte. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns nach dem Video wieder. Viel Spaß. Was mit dem G hier ist? Ich hab gesehen, wo du ihn schießt, kann ich nicht einsehen. Fuck, wow. Mich hat er! Stark, wird er, wurde die jetzt getroffen? Ich guck gerade die Deathcam. Genau in den Ring. Ja, das war aber der Mega-Snipe des Jahrhunderts. Von der Entfernung. Stark. Wirklich stark. Gerne. Ist wieder auch kein Video. Aber das war wirklich stark jetzt, der Snipe. Das muss ich dem Tiger 2 lassen. Ist ja nicht wahr, oder? Hm? Doch, Tiger? Oh, ne. Ja, erst krieg ich einen vom Leopard und dann vom Jagdtiger. Und der hat mich übrigens genau so gekillt, wie wir gerade eben drüber geredet haben. Geknallt von unten unterm Tier. Ein Traum. Ey, meine IS-3 ist noch Stock. Wirklich? Hast du den noch nie gefahren, oder? 4 oder 5 Mal erst. Ja, okay. Einmal dafür mit mir. Ich hab auch abgehangen. Dann ist ja jetzt die beste Phase zum IS-3 fahren, solange die auf 7.3 ist. Ja, aber ich will das nicht. Ich will nicht aufgrund ihres falschen BRs jetzt hier Leute trollen. Ich warte, bis die wieder vernünftig eingeordnet ist, so gut ist. Aber ich sag das so, wie es ist. Die IS-3 finde ich auf 7.3 gut aufgehoben. Den T-54 hingegen nicht. Weil ich ganz einfach mit dem T-54 keine Probleme hatte, als da auf 7.7 war, Module zu erforschen, und von da ist da für mich auf 7.7 besser eingeordnet gewesen.
Die IS-3 wäre ja auch nur halb so problematisch, wenn die deutschen Artillerievierer sinnvolle HE-Granaten hätten. Aber leider haben sie das nicht. Jetzt weiß ich nicht, ob ich Internetprobleme oder die Gegner. Die hüpfen bei mir da vorne nur hin und her. Würde mir nicht auffallen, dass die Gegner rumhopsen. Hihi, er hat Hopsen gesagt. Oh nein. Aber die Kanone geht immer kaputt von der IS-3. Du kriegst einen Schuss. Und dann ist klar, wo ich den gar. Brettern hier vor. Da kannst du Markierungen setzen, wie du willst. Na, die brettern trotzdem einfach vor. Jetzt werden sie flankiert und beschossen. Ja. War das super, Herr Kett? Unsere Leitgewehre da gerade ziemlich aufgeraucht, kommt mir vor. Du weißt ja vorbrechen. Aufgepasst, der Jagdpanther steht draußen im Wald. Ja, da ist noch ein bisschen mehr gerade in Bewegung. Die sind nur sehr, sehr zaghaft. Da hat sich ein Tiger zu. Ja, hat mich platt gemacht. Mit einem Abpraller. Auf den habe ich gewartet. So, weiter geht's. Oberstein, da oben Ziel. Ich lade noch. Waldrand, also ja, ich auch. Scheiße, der ist gleich schon wieder in Deckung. Ist es ein Panther 2? Nein, Tiger 2P. Ja, da hat mich gerade gebracht. Zerstört. Perfekt. Aber dort oben fährt doch noch ein Panther 2 rum, den habe ich schon einen Turm rausgenommen. Ja, ich sehe, wo er ungefähr steht. Ist aber, glaube ich, gerade vernichtet worden. Nee, hat Gott geschossen. Dann war das ein anderes Ziel, das vernichtet wurde. Wenn wir da jetzt mal umstehen, ist er da Richtung Wasser. Jetzt ist er raus. Was ist das? T32? Das ist jetzt ein Schweinkopf mit seinem Implied. Ja? Ja, weil da war ein Pörsching links da von dir, der rausgeschaut hätte, während du vorbeigefahren bist und wäre vorbei gewesen. Irgendwas hat gerade bei mir geklopft, aber ich weiß nicht, was es war. Und von wo. Ich habe einen Tiger seitlich in den Turm geschossen und habe ihn nur gekrittet. Das ist ja mal geil. Ein Tiger 1. Ein Tiger 1? Na, doch. Ja. Der kann sich das aber feiern in diesem Moment. Wenn er das überlebt. Oh nö, die F6F hat mich weggebombt. Nein!
Schlüssel, wird da gut. Haha! FXF angezündet. Bye bye! Bitte, Flugzeug zerstört. Mit der ISU. Das mit einem großen Kaliber schießt hier ständig auf mich und ich finde es nicht. Ja, Schluss ist, die haben nichts mehr. Na doch, einen haben sie noch. Sag mal, da schießt doch. Wieso treffe ich denn nicht? Jetzt ist er geplatzt, Ferdinand. Oh, Platz 9. Ja, bester Squad. Passt. Platz 1.000.000. Silberlines. Oh, ich hab was erforscht. Das ist ja noch cool. Irgendwie bin ich im Moment zu zaghaft unterwegs. Aber gut, das liegt vielleicht auch daran, dass ich weiß, wie schnell so eine IS-3 kaputt gehen kann. Gestern in der Squad schon ein paar Mal Pech gehabt. Weil wir... Was war das jetzt? Warum? Ach, komm. Bei B. Alles. 3 Jahre später. Irgendwann haben wir die Munition. So, bitteschön, klick Licht aus. Gestern Abend schon ein bisschen Pech gehabt, weil wir in der Squad natürlich mit IS-3-Panzern natürlich nicht gegen 6-7er Gegner antreten dürfen, sondern wir müssen natürlich uns mit 8-0ern rumprügeln. Mit Ach und Krach habe ich da eine Aufzeichnung hinbekommen, in der ich glaube ich 2 oder 3 Abschüsse hatte. Aber auch heute will es mir mal wieder nicht gelingen. Andere haben da anscheinend mehr Glück, wenn sie IS-3 fahren, sind sie ständig halt hier. Naja, gut, ich will mich da auch nicht beschweren. Ich finde das ganz gut, wenn dieses Ding nicht ständig überall als halt hier auftritt, nur... Wenn man ein bisschen was zeigen möchte, ist es natürlich ein bisschen leichter, wenn man Gegner hat, die man mal eben so vernaschen kann.
gibt's doch gar nicht. Das ist mir jetzt auch schon öfters aufgefallen, dass solche Sachen auf einmal nicht mehr tödlich sind. Aber gut, es ist... Wäre ich der Panther gewesen, hätte mir die IS-3 wahrscheinlich das Licht ausgeknipst. Egal. Gucken wir mal, was hier um die Ecke steht. Was war das? Der hat doch gerade einen gekriegt. Wieso reagiert er nicht? Hat er einen vom Flugzeug gekriegt? Steht da vorne aber? Jetzt ich auch, ich brenne. Scheiße, das hört sich klong, klong, das hört sich an wie Heat FS, da hinten ist einer. Wer sind das? Ist der das gewesen? Das kann nicht sein. Doch. Fuck. Nein, ich werde sterben. Komm Baby, dreh den Turm. Der dritte Treffer. Dreh, 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 dreh. Das war's. Klicklicht aus. Schade. Ja gut, gegen Heat FS sieht man oft sehr alt aus. Er reagiert jetzt auch ein bisschen spät. Hätte es ruhig mal ein bisschen eher kommen können, du Kurt. Der hat doch keine Heat FS mit. Was hat denn der geschossen? Nur Heat wahrscheinlich, ne? Das gucke ich mir nachher nochmal an. Ich weiß es jetzt nicht. So. Ich glaube, den habe ich auch noch nicht Let's Played. Müsste ich irgendwann demnächst auch nochmal nachholen. Der ist nämlich richtig böse. Und 6.3 ist definitiv nicht das richtige Battle Rating für dieses kleine Monster hier. Wer den ein bisschen mit Verstand spielt, der kann sich ohne Probleme mit 7.7 Gegnern anlegen. Und ach du Scheiße, mein ganzes Team ist schon tot. So viel zum Thema Russen-OP. Naja, spielen im Moment viele Leute Russen, weil viele Leute meinen, dass die Russen OP sind. Und dementsprechend haben wir öfters auch mal Matches, in denen die Qualität der Spieler jenseits von Gut und Böse ist. So, was haben wir da? Ein Panzer. Noch ein Panzer. Im ersten Panzer haben wir schon mal das Licht ausgeknipst. Aber das war ein Jagdpanther, ne? Na gut, das war jetzt auch nicht schwer. 6-3 versus 6-3. Du Scheiße! Hey, aber mutig getrunken. Na ja, klar. Da habe ich jetzt Glück gehabt, dass ich gerade so nach hinten weggekippt bin. Da ist der so richtig schön gebounced. So, und jetzt kommt der doch bestimmt da außen rum, der Flakheimi, oder nicht? Schießt er uns gleich in die Seite, wenn wir nicht aufpassen. So, Tiger. Klick Licht aus. Weiter geht's im Programm. Wo war jetzt die Flak? Da ist ein Kumpel. Da ist die Flak. Na bitte, klick Licht aus, geht doch. Wobei die echt arbeitsintensiv gewesen ist. Die ist zwar wahrscheinlich auch schon drauf geschossen. So ist das hier mit den Flaks, ne? Ey, was für das? Pershing? Von wo? Ich hab da keinen Pershing gesehen. War dumm gelaufen. Egal. Wir haben ja noch ein paar Panzer. Er stand da, wo die IS-2 gestanden hat. Es gibt Dinge, die muss ich nicht verstehen. Wahrscheinlich ist er ganz schnell um die Ecke gefahren und hat uns beide weggeschossen oder so. Naja, gucken wir mal, wo er hin will.
Ach ja, letztens hatte ich noch einen Kommentar unter einem meiner Videos, wo ich auch einen dieser Premium-Panzer ausgefahren bin. Und da hat mich jemand, Captain Donut war es, glaube ich, ich merke mir die Namen dann auch noch, als Pay-to-Win-Noob beschimpft. Für all die, die meinen, dass Premium-Panzer hier in diesem Spiel irgendwas mit Pay-to-Win zu tun haben, eine Bitte habe ich da an euch. Wenn ich den nach vorne dann gleich abgeschossen habe. Klick, Licht aus. Googelt doch mal nach Pay-to-Win und lasst euch erklären, was das überhaupt bedeutet. Also, diese Art der Konversation ist für mich ja nicht wirklich nachvollziehbar. Wobei, in einer gewissen Art und Weise ist es schon Pay-to-Win. Wenn ich paye, Wind Gaijin. das war doch garantiert wieder Flügelmunition. Wer war's jetzt? Von wo kam er? Da oben auf dem Hügel stehen jetzt neuerdings. Das war keine Heat-F. Was? Wie bitte? Er hat aber adlerscharfen Blick gehabt, hm? Oh mein Gott, ich verheize hier meine Panzer, das geht garantiert mit Minus, endet das. Wir haben ja noch. Gucken wir doch einfach mal, wie es weitergeht. Halleluja. Und unser Team besteht aus fast niemandem mehr. Wie will man das noch gewinnen? Muss ja hier da vorne irgendwo sein, ne? Gucken, ob wir uns anschleichen können. Den Amerikaner müsste man eigentlich mit der Munition ja auch von der Seite knacken können. So. Sachte, ganz sachte. Mir gehen die Punkte aus. Mann, ich wollte doch eigentlich nur die IS-3 Let's Playen. Jetzt Let's Play ich gerade hier den halben russischen Forschungsbaum. Ja. Ich denke schon, dass ich das in irgendeiner Art und Weise als Video verarbeiten werde, weil ich es schön spannend finde. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wenn ihr es dann seht, weil ich es hochgeladen habe. So, wo ist er geblieben? Da kommt ein Flugzeug. Ja, braucht man gar nicht erst versuchen, den Turm hinterher zu drehen. Im RB ein Ding der Unmöglichkeit. Wo ist er? Der ist schon wieder vorbei, ne? Ja, fuck. Ups. Böses Wort. So ein Mist. Liebe jüngeren Zuschauer, benutzt bitte diese Wörter nicht, wenn sie mir dann rausrutschen. Es ist nicht cool, wenn man sowas sagt. Ach du Scheiße, ich bin der Einzige am Boden. Habe ich das jetzt richtig gesehen? Es hat Wladimir erwischt. Und den Geschützverschluss, ja klar. Flugzeug knallt mir hier rein. Der Geschützverschluss geht kaputt. Panzer schießt auf mich. Alles bleibt heile. Ja, ja, Kaijin und eure Damage-Modelle. Ich habe jetzt nicht wirklich gesehen, was da auf mich geschossen hat. Das ist jetzt wieder so ein Flügelmunitionsdingens oder eine Heat. Man hat ja nur Ton gemacht, ne? Nur noch drei. Ich als Flak auf dem Boden, wie soll ich das. Das geht doch gar nicht. Das geht auf alle Fälle in die Hose. Da bin ich mir 100%ig sicher. Das wird sogar in die Hose gehen, wenn ich jetzt noch einen Panzer hätte.
Das ist wieder mal so typisch. Zwei Mann in der Luft. Und das Metz ist verloren. Wenn es dem Ende zugeht. Glaubt man nicht, dass die da oben jetzt auf die Idee kommen, eventuell nochmal die Flugzeuge an die Seite zu stellen und wieder in Panzer einzusteigen, wenn sie genug Punkte hätten? Nein. Wozu denn auch? Fuck, wo sind die alle? Das waren doch noch so viele auf der Gegenseite. Die müssen doch hier irgendwo rumfahren. Wo? Vielleicht stehen die alle hinten an ihrem eigenen Cap und sind am Campen. Aber die nehmen den ja nicht mal wieder ein. Fünf versus eins. Wobei da kann ja auch ein Teil von denen im Flugzeug sitzen, das weiß man ja nicht, ne? Wenn die jetzt auch dreimal im Flugzeug sitzen haben. Irgendwas müssen wir machen. Vielleicht schaffe ich es ja, unseren Cap wieder einzuholen. Yes. Geilo. Schön. Ja, ja. Flachs in diesem Spiel. Die schaffen viel. Jetzt kann er zumindest, habe ich das Einnehmen unseres Caps erstmal wieder verhindert. Trotz alledem. Der kommt garantiert wieder. Nee, dann wird nichts mehr. Ich kann doch jetzt hier nicht rausfallen und den Cap ein. Klack. Das war's. Und der mich wohl gesehen hat. Ich stehe doch hier in der Senke. Das ist doch der gleiche Typ wie eben. Ja, das sind so diese Profis, die wirklich Millimeter von dir sehen können. War trotzdem ein spannendes Spiel. So, da sind wir wieder. Es war jetzt natürlich ein etwas längeres Let's Play, aber ich habe mir gedacht, das letzte Match, was ich euch gezeigt habe, hatte jetzt nicht wirklich unbedingt noch was mit der IS-3 zu tun. Die war ja nur ganz am Anfang im Einsatz, aber das Match war in meinen Augen sowas von spannend und interessant, dass ich mir gedacht habe, das zeige ich euch auch. Dadurch haben wir jetzt dieses etwas längere Let's Play zustande bekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so sein sollte, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich auch über ein Abo freuen. Wenn ihr irgendwelche Let's Play-Wünsche habt, dann bitte einmal unten in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten Fragen zum Spiel natürlich auch unten in die Kommentare reinschreiben. Ich werde versuchen, so schnell wie es geht zu antworten. Ansonsten antwortet jemand aus der Community. Die sind da auch alle sehr, sehr hilfsbereit. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder oder auf dem Gefechtsfeld. Bis dahin, tschüss, alles Gute, euer Implied.